Düstere Farben, ein Chaos, das sofort klar macht, dass diese vier großformatigen Bilder von schrecklichen, monströsen Geschehnissen erzählen. Vom KZ Auschwitz-Birkenau, Inbegriff für die massenhafte und systematisierte Vernichtung von Menschen. Der Künstler Gerhard Richter war 2014 auf Fotos gestoßen, die das Grauen dokumentieren. Es handelt sich um vier Fotografien, die ein Häftling aus Auschwitz-Birkenau heimlich angefertigt hat, mit Fotomaterial, das heimlich in das Lager hineingeschmuggelt wurde, dort dann unter Lebensgefahr mehrere Bilder entstanden sind und auch die wurden dann in einer Zahnpastatube von den Häftlingen selber herausgeschmuggelt aus dem Lager 1944. Das heißt, wir haben hier vier Fotografien als Auslöser einer Erinnerung, die von den Insassen selber, von den Betroffenen, von den Opfern gegen das Vergessen gesetzt wurde. Richter hatte die Fotos auf Leinwand vergrößert und in mehreren Schichten übermalt, künstlerisch verfremdet und so ein abstraktes Kunstwerk geschaffen. Die zugrunde liegenden Fotos kann der Besucher ebenfalls sehen, weil es hier eben nicht nur um Kunst geht, sondern um das Gedenken. Die historische und intellektuelle Auseinandersetzung soll ergänzt werden um ein persönliches Sich-Aussetzen und Ausliefern, meint Professorin Dr. Gerda Riedl, die auf den Zyklus Birkenau aufmerksam geworden war und die Leihgaben für die Ausstellung nach Augsburg holen konnte. Ich meine, dass in der ganzen Expressivität der Farbgebung, der Schichtung, wenn man die Details anschaut, man kann sich stundenlang mit diesen Bildern beschäftigen und sie wirklich auf sich wirken lassen. Hier etwas gelingt, ich habe versucht, das aufeinander zu bringen, dass Trauer und Trauma und Schmerz und Scham Gefühle sind, die sich hier einstellen, weil es Richter gelungen ist, von einem Darstellungsraum tatsächlich zu einem Empfindungsraum in seiner künstlerischen Gestaltung vorzudringen. Am 27. Januar 1945 wurde das KZ Auschwitz-Birkenau befreit. Nach 75 Jahren fällt es schwer, sich das Ausmaß wirklich vorzustellen. Oft wird es auch einfach verdrängt. Genau deshalb dürfen Gerhard Richters vier zeitgenössische Bilder auch als Warnung interpretiert werden. Es ist ein Thema, mit dem man sich meines Erachtens beschäftigen muss. Und wo bloße Verdrängung, wie sie heute weithin vorherrscht, oder in Sonntagsreden eben die Aufforderung, der Appell zu einem Nie wieder nicht ausreichen werden. Die Ausstellung im Diözesanmuseum läuft in Kooperation mit dem Akademischen Forum der Diözese. Am 24. Januar findet dazu begleitend ein Studiennachmittag mit dem Thema Verzeihung des Unverzeihlichen statt. Zu sehen ist der Zyklus Birkenau bis zum 2. Februar.